Willkommen auf meinem Kanal, ich möchte dir heute hier diesen Honda Accord hier vorstellen, der kostet hier 33.000 Euro und 1683 Leasing, 190 km/h soll er schnell sein, ich bin bis jetzt nur 150 gefahren, 80 Liter Kraftstofftank hat er und hat hier eine Leistung von 136 PS, entsprechend hier 100 kW. Ja, wir können für 500 Euro hier uns eine Farbe aussuchen, zum Beispiel hier Pink. Und dann haben wir hier noch eine Wahl hier, dann haben wir hier hinten eine Kupplung für einen schicken Hänger für 500 Euro. Und jetzt schauen wir uns auch das gute Stück hier an. Bin ich schon, wie gesagt, schon mal Probe gefahren. Da steigen wir mal ein. Da können wir hier bei diesem schicken Modell hier, hat eine 3 Liter Maschine, dann mit X hier die Klappen auf und zu machen und natürlich roter Raum. Ist schick alles gemacht worden. So, Blinker, ja, funktionieren. Machen alle Felder keinen Schein. Machen wir das gleiche jetzt hier bei Nacht, weil ich habe das jetzt ja schon mir alles angeschaut gehabt und ich will ja euch nichts vorenthalten. So, also Blinker. Dann das normale Licht. Einmal mit F gedrückt. Zweimal mit F gedrückt. Dreimal. Viermal. Dann haben wir hier mit Numbit 5. Numbit 6. Dann haben wir so eine komische Hupe. Ich weiß nicht, der Motor baut immer so eine komische Hupe ein. Das ist schon wirklich eigenartig, das Ganze. Ich weiß jetzt nicht, warum er es tut, aber er wird schon einen Grund haben. Ja, dann schauen wir uns den jetzt von innen drin an. Ich finde, er sieht schon mal hier edel aus. Innen drin. Leider ist hier drin nichts animiert. Ja, außer hier Taro, muss man noch dazu sagen. Ja, ich habe vergessen, also innen drin ist alles komplett schick beleuchtet im Dunkeln. Also wenn wir jetzt hier sehen. An der Seite im Dunkeln kommt es natürlich noch besser. Ja, Lenkrad schick. Und ja, er geht hier ab wie Schmidts Katze. Also schon gewaltig. Rückwärts wird er 35 km/h. Und jetzt hier vorwärts, wie man sieht, hier auf dem kurzen Stück. Fährt er schon extrem schnell. Schauen wir mal, wie schnell er jetzt hier wird. ...140. Also, wie man sieht, man kann hier... Wahnsinn. Doch hier relativ gut fahren, aber es war zu viel des Guten. Ja, die Hupe ist schon krass, also... Ich würde toll finden, wenn der Motor ja hier mal eine anständige Hupe einbaut und nicht diese komische, aber ist eben seine Sache. So, fahren wir mal zu unserer Werkstatt. Fahren wir mal auf die Bühne. Ich habe nicht vergessen, unsere Hofeinfahrt. Blinker, ja, innen drin leider hier ist das nicht animiert. So, dann fahren wir mal hier rückwärts ran und in seinen Attacher. Vom Modellieren her, das sieht dann ein bisschen so seitlich hier ein bisschen knickrig aus. Das sieht man jetzt hier. Ja, Attacher hier funktioniert ganz gut. Bremslicht, Rückfahrlicht. Hat schon extrem Sound. Jetzt, wenn ich ihn ausschalte, klingt auch nicht schlecht. So. Jetzt schauen wir uns von unten an. Jedenfalls schicke Alufelgen hat da unten drunter, ist auch alles schön gemacht her. Schauen wir uns mal hier unsere Handlampe anschalten. Dann sehen wir hier die Achsaufhängung, Auspuffanlage und hier vorne her auch hat man die Querlenker, das alles versucht darzustellen. Dann hier unten her vom Motor und Getriebe her. Jedenfalls
finde ich so ja ganz gute Arbeit so her. Macht auch Spaß. Lok, wie gesagt, hier, wie wir sehen, hier ist sauber. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn du reinschaust. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.